Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. So, wir werden jetzt hier in dem Anwesen von Caria weitermachen. Ich bin sehr gespannt. Unten, ja, waren einige Gegner, die wir ja bereits vorher bekämpft haben. Diesmal hier in dem Anwesen auf der unteren Ebene kamen die allerdings in Massen vor. Aber wir haben sie ziemlich gut gehandhabt. Und alle, die jetzt beim letzten Part dabei waren, denken sich, oh Gott, hört er immer noch nicht auf damit. Hier kann ich meine Oropax direkt wieder auspacken. Nein, keine Sorge. Ich bin fertig damit. Ich wollte nur noch einmal eine, oh, dezente Erinnerung an den letzten Part bringen. Oh, oh. Geil, der eine Typ ist jetzt, steht jetzt die ganze Zeit nur da hinten. Oh Mann. Nicht gut. Der hat Pfeil und Bogen rausgeholt. Ich habe mich schon gefragt, womit er mich da abballert. Ich dachte, es wären irgendwelche Magiegeschosse. Oh, eng. Wow. Alles klar. Das Schwert reicht bei denen, oh, auch völlig aus. Wow. Hohoho. Ich muss aber aufpassen, die können mich theoretisch auch ordentlich staggern wahrscheinlich. Die haben bestimmt auch diesen Wow-Gegenangriff drauf. Okay, jetzt sehe ich zum allerersten Mal, oder ich glaube es gesehen zu haben, wie diese Tretminen aussehen, bevor man sie auslöst. Okay. Ich versuche da nochmal drauf zu achten. So. Noch sehe ich hier keine weitere Tretmine. Na toll. Ausgerechnet jetzt, wenn ich auch anfange darauf zu achten, dann sind die Dinge auf einmal weg. So, war. Ich weiß auf jeden Fall, einer der Türme hier. War es eventuell sogar dieser hier? Es könnte sein. In diesem Turm gab es eine Art, naja, Abkürzung kann man es eigentlich kaum nennen, oder? Es war eine Tür, oh, Gegner voraus. Oh! Okay, die Warnung hat... mich ehrlich gesagt nicht ganz so gut darauf vorbereitet. Oh Mann. Runenbogen, vielen Dank. So, jetzt kann ich auf jeden Fall. Oh, hi. Oh nein, zwei von denen. Au. Oh. Wieso hat er mich nicht getroffen? Das wundert mich jetzt aber. Dass der mich nicht erwischt hat, der Rechte, als ich den Linken erledigt habe. Das war komisch. Naja, komm. Oh nein, das war schlecht. Alter. Ich dachte, draufrollen reicht. Ich dachte, das wäre näher dran. Ach, hammermäßig. Toll. Super. Spitzenmäßig. Oh Mann, ey. Okay, aber die Gegner sind zum Glück noch nicht so stark. Das, was mir, glaube ich, die größte Angst gerade bereitet, ist, versehentlich während des Kampfes mit den Gegnern irgendwie aus Versehen runterzurollen. Denn aus der Höhe runterzufallen ist safe, egal wo ich runterfalle. Instant tot. Bin ich von überzeugt. Erstmal den hier erledigen, damit er gar nicht erst seine kleine Armbrust raushaut. Wow. Jetzt habe ich gerade noch... Aua, aua. Jetzt konnte ich gerade noch so... Puh. Oh nein. Ich konnte gerade noch so... Oh, Kuckuck Soldatenwappenrock. Nett. Was wollte ich sagen? Ich konnte gerade noch so, gerade eben eine Ausweichrolle auf den Gegner zumachen und die Invincible Frames...
haben dafür gesorgt, dass ich den Angriff überstanden habe. Wo war ich hier nochmal? War hier nicht? Ah ja! Jetzt wollte ich extra drauf achten, aber ich weiß ja, jetzt kommt nichts mehr. Werden die Gegner hier gar nicht gespawnt, bis ich den hier erledigt habe? Scheint so. Wie der eine Typ so um die Ecke gegangen ist. So nach dem Motto, der hat mich jetzt bestimmt nicht gesehen. Nee, ist klar. Okay, jetzt aber. Hep! Okay. Super. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich von hier aus in den Turm rein? Denn ich kann ja den Turm nur von innen öffnen. Und ich bin davon überzeugt gewesen, auf dem Dach komme ich schon irgendwie rein. Irgendwie hat sich diese Theorie leider nicht bestätigt. Moment, vielleicht kann ich hier ja. Ah. Okay, das hier ist doch der Turm gewesen. Alles klar. Moment. Moment. Hep. Das hier wird doch bestimmt auch noch irgendetwas beinhalten. Oder ist das hier nur der Ausgang? Sozusagen. Eine Möglichkeit, hier runterzukommen, ohne zu sterben. Sieht zwar noch ein bisschen hoch aus, aber von hier aus käme ich auf jeden Fall runter, denke ich. Das sollte gehen. Aber, naja, wenn ich diesen Turm erfolgreich durchquere, dann kann ich doch sowieso hier rüber nach da unten gelangen. Das ist doch viel sicherer. So, was haben wir jetzt hier drin? Ich kann nichts anvisieren, ist ein gutes Zeichen, aber die Geister können ja auch aus dem Nichts auftauchen. Okay. Wow, Schwert der Nacht und der Flamme. Warum ist das so orange? Ist das legendär? Momentchen mal. Da, Schwert der Nacht und der Flamme. Das geschichtsträchtige Schwert und Erbstück von Haus Karia. Eine der legendären Waffen. Oh, Astrologen der Antike, die Vorfahren der Zauberer, betrachteten die Feuerriesen als ihre Nachbarn und blickten gelassen von den hohen Gipfeln in das nächtliche Firmament. Einzigartiges Talent, Nacht- und Flammenhaltung. Schwert gerade halten, um Zauberei zu wirken. Setzt mit einem normalen Angriff nach, um die Zauberei Nachtkomet einzusetzen. Oder mit einem starken Angriff, um den Bereich vor euch mit Flammen zu überziehen. Ach du Schande. Stärke 12. Glauben 24? Oh, scheiße. Nee, vergiss es. Wir brauchen sowohl Weisheit als auch Glauben. Schade. Wäre also ein gutes Schwert für solche Leute, die sich quasi sowohl für Wunder als auch für Zaubereien skillen. Interessant. Auf jeden Fall ein geiles Schwert mit einer geilen Fähigkeit. Das möchte ich nicht bestreiten. Aber benutzen werde ich es wahrscheinlich nicht. Und ich höre schon eine große Hand. Oh nein. Und ich fürchte, die großen Hände, die werden nicht so leicht locker lassen. Mir die ganze Zeit am Arsch kleben. Deswegen will ich jetzt so schnell wie möglich hierhin. Oh Gott! Oh Gott! Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein! Okay. Nochmal Schwein gehabt. Zum Glück war ich weit genug entfernt und das Viech hatte eine kaputte Wegfindung. Das hat mir nochmal die Haut gerettet.
Sonst hätte der mich definitiv zu packen gekriegt. Das ist wahrscheinlich ein Angriff, wenn der einen erwischt, dieser Fesselungstrick. Dann wird man danach, dann wird wahrscheinlich das Viech danach automatisch seinen Greifangriff benutzen. Hinter mir einer? Nö. Ha. Hab damit gerechnet, hinter mir wäre auch einer aufgetaucht. Oh nein. Warum spawnt der so weit... Oh Gott. Ja, ja, ja. Der spawnt so weit weg von mir, damit ich mich hauptsächlich auf den konzentriere. Klar, weil er mich ins Visier nimmt. Aber auch... Aha. Damit ich eventuell den Typen vergesse. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh, ich habe gar nichts mehr gesehen. War total verwirrt. Shit. Alter, da waren auf einmal drei von denen. Die haben schon gemerkt, oh, zwei reichen nicht. Dann nehmen wir halt drei. Und wir werden so lange die Zahl um 1 erhöhen, bis es klappt. Das ist jetzt wahrscheinlich die Strategie, die die Typen verfolgen werden. Oh, ganz ruhig. An sich keine große Sache. Es ist eigentlich immer am besten, wenn ich mich zuerst um den Typen kümmere, der hinter mir ist. Weil klar, der Armbrustschütze ist nervig, aber er macht mir nicht so viel Schaden, wie der Typ hinter mir mit dem Schwert. Falls der mich erreichen sollte. Deswegen lieber die Gegner in der Reihenfolge erledigen. Zuerst der, der hinter mir ist oder mir am nächsten spawnt. Oh, oh. Und dann er. Oh nein. Oh. Okay. Das wäre beinahe mein Tod gewesen und meine Runen wären wieder in den Sand gesetzt. Ah ja, genau. Hier taucht ja noch keiner hinter mir auf. Das sind aber auch Drecksäcke. Zuerst kommt nur einer. Dann zwei. Und dann erst drei. Eng. Alter, wie der Bolzen noch so eine kleine Kurve gemacht hat. Oh nein. Alter. Nicht bitte, bitte, bitte. Oh. Ich dachte, jetzt würde mich der Schütze wieder erwischen. So. Wenn die Distanz noch nicht ausreicht, dann baue ich sie halt weiter aus. Jetzt hat der Armbrustschütze scheinbar meine Existenz vergessen. Oder auch nicht. Ja, geil. Der Armbrustschütze hat mich bemerkt. Sein Nahkämpferkollege will mich aber natürlich erstmal noch ein bisschen näher haben. So. Bitteschön. Ist das nah genug für dich? Okay, habe jetzt zwar einen Armbrustbolzen abbekommen, aber egal. Jetzt ist nur noch der Armbrustschütze übrig. Ah, ich wollte eigentlich jetzt rollen. Oh nein. Jetzt kam noch so einer dazu. Alter, die haben ja echt sämtliche Register gezogen. Da hatte ich ja gar keine Chance. Problem? Letzter Heiltrank. Ein bisschen schlecht. Aber... Es geht wenigstens jetzt voran. Springen voraus benötigt, wie jetzt. Oh, Tatsache! Ich könnte wieder kurz auf Abwege gehen. Problem ist nur, bevor ich das tue, würde ich hier ehrlich gesagt ganz gerne den nächsten Checkpoint erreichen.
Ich habe das Gefühl, allzu lange dauert das nicht mehr. Deswegen gehe ich lieber ein bisschen voraus. Hier auf der Seite, okay, sieht es genauso aus. Ich wollte nur sicher gehen. Okay, ein Aufzug, der hochgeht. Yes! Da ist er, der nächste Checkpoint. Ich achte aber trotzdem drauf. Könnte ja sein, dass das Spiel einen so ein bisschen trollt mit... Oh, da ist der nächste Checkpoint. Aber auf dem Weg dorthin werden hinter dir noch 1000 Geister spawnen. Überrascht hätt's mich nicht. So. Jetzt auf jeden Fall wieder die ganzen Runen investieren. Und zwar in die Stärke. Damit wir bald das Kristallschwert nutzen können. So, und jetzt kann ich ohne irgendwelche Skrupel zurückgehen und hier einmal genauer nachschauen. Okay. Der sagt, ich soll springen, also springe ich auch. Okay, notfalls hätte ich auch hier auf den Brettern landen können, glaube ich. Aber egal, sicher ist sicher. Wow. Hier ist nochmal ein komplett anderer Komplex. Oh boy. Okay. Unter der Treppe eine kleine goldene Rune. Und hier ist nichts. Ich dachte, ich hätte für eine kurze Sekunde jemanden gehört. Springen versuchen und dann runtersuchen. Nee. Nö. Definitiv nö. Hätte ja sein können. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Runtergestürzt hätte ich mich definitiv nicht. Dafür muss ich das Item dann wenigstens schon mal sehen. Ich muss zumindest sehen, dass eins da ist. Oh Mann. Das wird doch bestimmt ein bisschen krasser. Ja. Kam nochmal eins dazu, aber ich habe auch damit gerechnet, dass Geister mit dazu kommen würden. Urumi. Ist das nicht eine... hallo? Kam wahrscheinlich von unten. Ist das nicht die Peitschenwaffe? Die es in jedem Souls-Spiel auch gegeben hat? Naja, diese Waffe aus extrem dünnen und flexiblen Metallklingen wird von den Nachtvolkkriegern wie eine Peitsche benutzt. Allerdings lässt sich diese Peitsche mit scharfen Klingen auch als Speer einsetzen, um Gegner zu durchbohren. Oh! Peitsche und Speer in einem? Das ist ja mal interessant. Tatsächlich sieht im Prinzip aus wie so ein biegsames Schwert, das man ja wie so eine Schnecke zusammengerollt hat. So ein kleines bisschen. Sehr interessant. Okay. Talent Tritt stößt den Gegner mit einem hohen Tritt zurück. Effektiv gegen abwehrende Gegner und kann sogar ihre Haltung brechen. Manchmal ist die einfachste Lösung auch die beste. Alles klar. Es ist noch nicht vorbei. Was steht hier? Tode. Was? Todes. Okay. Oh, hi. So ein Ding schon wieder. Von dem lasse ich mich jetzt aber nicht fressen. Eieieiei. Oh nein, nein. Oh. Und tschüss. Oh, Mana hat gerade so ausgereicht.
Und ja, ich habe bereitwillig die ganze Zeit die Steinschleuder eingesetzt, auch wenn ich beim ersten Mal direkt gesehen habe, dass einer der Steine direkt von der Mauer abgeblockt wird. Aber ich wollte es trotzdem durchziehen. Weil ich mir dachte, das wird bestimmt auch so noch genug Schaden machen, wenn auch nur 2 von 3 treffen. Sieg! Ja, schon. Und jetzt sind wir am Ende angelangt. Hier haben wir einen Dunkelschmiedestein. Nett. Preiset Nachricht und dann es werde Schatztruhe. Tja. Schön wär's. Will er damit sagen, wenn seine Nachricht hoch genug bewertet wird, dann kommt hier noch eine Schatztruhe hin oder was? Schön wär's. So, und das war's jetzt? Scheint so. Ab hier geht's nur noch wieder runter zurück in den Garten. Okay, mit anderen Worten. Wir können hierhin wieder porten. Haben damit auch diesen Teil der Akademie hinter uns gebracht. Und jetzt gilt es, die obere Ebene zu bewältigen. Wahrscheinlich bekommen wir es dort auch schon bald mit dem Boss zu tun. Das ist schon der dritte. Ja, ich zähle diesen Checkpoint auch noch mit. Ist bei diesem Dungeon der dritte Checkpoint. Also, oh, goldene Saat. Goldene Saat. Oh, jetzt aber schnell. Die muss ich mir sichern. Och, du Scheiße. Das sind große Wauwaus. Sehr große Wauwaus. Die haben auch entsprechenden Appetit, wenn die schon so groß sind, denke ich. Oh. Hallo. Darf ich dich streicheln? Darf ich? Oh Gott! Alter! Du hast dich schneller bewegt, als ich gedachte. Ist nicht einmal an mich rangekommen. Habe ich wohl nochmal Glück gehabt. Der hat hier so wunderschön diesen Turm angeblickt oder die Türme. Sind das Lichtstrahlen? Ich sehe insgesamt 4 Lichtstrahlen, die da gen Himmel gehen. Ha. Muss wohl eine Bedeutung haben. Scheinen ganz besondere Türme zu sein. Da. Oh nein! Der hat mich früher bemerkt, als ich dachte. Oh Gott, Alter. Wie der um mich rumgetanzt ist. Oh, das war jetzt ein bisschen Overkill, aber egal. Ah, da war ich gerade eben wieder im R1-Spam-Modus. Oh, hi, Wauwau. Wir sind cool, okay. Naja, er ist besser gesagt cool, weil er nicht mehr lebt. Lassen wir das. Oh Mann. Sind das die einzigen beiden Wölfe hier? Nee, da hinten sehe ich noch einen in Übergröße. Ich würde sagen, der Zauber wäre jetzt gerade angebracht. Oh, 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 oh. Oh. Au. Okay. Mach tot. Okay. Puh.
Und das war's? Okay. Ah, hier, die Lilia hat da wahrscheinlich bewacht, sozusagen. Alles klar, was ist jetzt eigentlich mit diesem einen Wegpunkt? Wo ist dieser eine Wegpunkt? Wo habe ich den platziert? Weil gerade brauche ich den, glaube ich, nicht mehr so dringend. Wo habe ich den denn hingesetzt? Muss doch irgendwo hier gewesen sein. Ich bin doch die ganze Zeit nur hier entlang gelaufen. Moment. So, dass ich in die richtige Richtung gucke. Was? In der Richtung? Wie jetzt? Da, ach du Schande, der Turm! Oh mein Gott. Wie ich den Null gesehen habe. Oh, okay. Ist der Wegpunkt auch endlich weg? Ich habe den nämlich vorher partout nicht mehr gefunden. Kein Wunder, wenn der von dem einen Symbol so extrem verdeckt wird. Oh Mann, das hat mich schon total verrückt gemacht. Weil ich diesen verdammten Wegpunkt nicht mehr gefunden habe. Oh. Hallo, Big Boy. Ein ganz großer Big Boy. Leiter voraus, wie jetzt. Tatsache. Das gibt's ja nicht. Ha! Hier, ja. Wo führt die jetzt hin? Oh, hi. So. Okay, da haben wir schon mal ein Item. Magiefett. Nice. Bin ich damit in der Lage, den großen Jungen zu umgehen? Damit kann ich um den Big Boy rumlaufen? Krass. Auf die Art und Weise kann ich vielleicht sogar die Wölfe abhängen, wenn ich mich entschließen sollte, an denen vorbeizulaufen. Was macht der denn bitte schön hier? Wie ein Waldhüter, der verpasst hat, dass es keinen Wald mehr zu hüten gibt. Und der dachte sich, nee, mir egal, dann bewache ich wenigstens die beiden Bäume, die hier noch übrig geblieben sind. Der Typ wirkte jetzt so ein kleines bisschen fehl am Platz hier. So einen Gegner hätte ich ehrlich gesagt eher unten inmitten all der Hände erwartet. Aber nicht hier oben. Oh Mann. Oh. Oh. Oh boy, Alter, ist der gigantisch. Kann ich den von hier aus erledigen, ohne dass er mich erwischt? Das ist jetzt meine große Frage. Ich komme an ihm vorbei, oh oh. Oh nein. Oh. Wow, okay, die können überraschend hoch springen. Respekt. Nicht übel. Oh Mann. Der ganze Weg ist gepflastert von denen. Ich muss es tun. Notfalls ziehe ich mich zurück. Konnte nur einmal brüllen und das war's. Gut. War doch nur ein normaler Big Boy. Er hat jetzt nicht allzu krasse Fähigkeiten abgelassen. Weil ich ihn auch nicht gelassen habe, zugegeben. Aber ich habe damit gerechnet, dass der auch etwas mehr aushält. Ich muss sagen, ich bin froh, mich getäuscht zu haben in diesem Fall.
Hallo? Ich höre doch etwas. Ist es auf der anderen Seite von dieser Mauer? Merkwürdig. Okay. Da ist noch etwas. Ein Schmiedestein 4. Gut. Sehr gut. So. Jetzt kann ich den regulären Weg nehmen. Hi. Oh. Oh nein. Okay. Gut. Das war's. Okay. Was hat er fallen gelassen? Das Trollritterschwert. Boah, das ist safe so gigantisch, dass ich das nur mit einem Stärkebild ausrüsten könnte. Oh nein. Oh nein. Das ist böse. Falsche Flasche. Jawohl. Erledigt. Puh. Hallo. Hier lauert keiner mehr. Oh, aber dafür ist ja ein sehr kleiner, versteckter Gang. Ha. Und hier finden wir was genau? Ach du Scheiße. Bretter, die wir runterspringen können. Ich behalte das im Hinterkopf. Ich behalte das im Hinterkopf, aber... Ha. Ich habe so ein bisschen damit gerechnet, hier auch schon gleich den nächsten Checkpoint zu kriegen. Ja, war wieder Wunschdenken. Und ich hätte mich diesmal drüber gefreut, wenn ich recht gehabt hätte. Hi. Oh nein. So. Das wäre erledigt. Damit hätte ich alle Gegner hier abgehakt. Problem ist nur, ich habe jetzt leider null Heilung übrig. Und das hier sieht komplett nach Boss-Areal aus. 100%. Bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen, bevor ich den Boss herausfordere, schaue ich lieber nach, was hier ist. Was steht da? Nee, das hier. Spring voraus benötigt. Ja, habe ich mir gedacht. Hep! Yes! Hier. Aha, schon klar. Oh nein, oh nein. Oh. Das war ein bisschen zu eng. Was zur Hölle? Schon wieder so ein Topf? So ein Gefäß. Okay. Und damit wäre ich ganz unten. Oh nein. Der hat sich direkt in Bewegung gesetzt. Oh Gott! Ich habe vergessen, dass er das kann. Oh. Oh nein. Oh Gott, wie viele kommen denn noch? Double Kill. Ist gut jetzt? Nein? Jetzt ist gut. Ja, ich denke schon. Oh. Alter. Oh nein.
mega schlechter Zeitpunkt, für meine Magie alle zu gehen. Jetzt habe ich nicht einmal mehr Regenerationstränke für Mana. Schlecht. Aber notfalls kann ich mich ja theoretisch immer wieder zurück teleportieren. Die Freiheit habe ich ja, außerhalb eines Kampfes. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt, gehe ich einfach wieder zurück. Gesprungener Topf, okay. Gut. Moment, da liegt auch noch was. Okay, hat der Riesentopf fallen lassen. Aha. Da hinten liegt nichts, oder? Gut. Als nächstes... das Vieh. Okay, Nahkampf geht auch locker. Bevor die zum Angriff kommen. Oh Mann, ey. Wie viel denn noch? Das hört hier ja gar nicht auf. Ich habe hier ein komplett neues Gebiet vor mir, das an der Seite von der Akademie hängt. Shit. Ist da unten ist auf jeden Fall noch ein etwas größeres Gefäß. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffen werde. Also das Risiko gehe ich nicht ein. Ich reise nochmal zurück. Obere Ebene. So. Und dieses Mal werde ich durch die ersten paar Gegner durchlaufen. Und darauf hoffen, dass die mich nicht hinterrücks erledigen. So. Einmal noch kurz ausruhen. Ich wollte schon fast ausruhen und rasten kombinieren. Dann wäre aber ausrasten bei rumgekommen. Nicht gerade passend. Jawohl. Dünne Bestienknochen. So. Den einen Wolf wollte ich definitiv noch erledigen. Ja, vorbei mit dem Leiterumweg hätte ich den theoretisch auch loswerden können. Ach, wurscht. So. Den mache ich auch lieber platt. Auf Nummer sicher gehen und weil ich den sowieso one-hitte. So. Okay. Einfach durch. Wow. Bleiben die Magiere tot? Die mit der netten Kopfbedeckung? Okay. Jawohl. Oh, bitte springt mir hinterher. Das wäre so witzig, wenn die so an mir vorbeirauschen. Hier unten ankommen, sterben. Ich bekomme fürs Nix-Tun dann noch ordentlich Runen dazu. Das wäre so lustig. Bye. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Ich hoffe, ich entferne mich durch das Fallen weit genug von denen und die kommen mir nicht hinterher. Oh Gott, hier sind zwei von den Großen. Oh, Scheiße. Ja. Oh nein. Oh Gott, der Beyblade-Angriff. Au. So. Get.
Zum Glück habe ich nicht beide auf einmal getriggert. Oha. Gut. Auch gut. Meine Einschätzung war richtig. So hätte ich das nicht geschafft. Und seht, hier bin ich. Habe zwei Heiltränke gebraucht. Schmiedestein, sehr schön. Oh je. So. Okay. Das wär's. Denke ich. Bin ich jetzt hier am Ende angelangt? Nee, nicht ganz. Ich glaube, da geht es noch weiter. Ja, eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Ich dachte zuerst, ich müsste hier weiter, weil es so ein bisschen aussah, als ob hier ein Eingang wäre. Tja, da habe ich mich getäuscht. Aber egal. Okay. Alles cool, alles sauber. Soweit. Ups. So. Ah. Jetzt komme ich schon wieder oben auf irgendeinem Torbogen raus und kann hier herumliegendes Zeug einsammeln. Kriegsasche karianische Erhabenheit. Klingt super. Mein Pferd kann ich ja eh nicht benutzen, also. Wobei. Ha! Hat ja doch geklappt, aber leider ist hier nichts. Oh. Hier. Ja, was hier? Ich sehe eine Hand hier. Aber mehr sehe ich nicht hier. Okay, ich denke mal, damit haben wir das Ende dieses Weges erreicht. Puh. War spannend. So, und jetzt ziehe ich mal mit dem Weglaufen komplett durch. Würde ich sagen. Bis zum Boss. Ich habe schon... Moment. Ich habe doch jetzt eigentlich eine dritte goldene Saat im Inventar, oder? Ich habe das gar nicht richtig realisiert. Ich müsste doch jetzt wieder genug haben, oder? Ja! Jawoll! Danke! Flaschen, nein. Wie viel brauche ich jetzt? Drei weiterhin, okay. Verteilen. Ich bleibe erstmal bei 4 Heiltränken und 5 Magietränke. Weil manchmal waren mir die 3 Heiltränke in gewissen Situationen zu wenig. Deswegen auf jeden Fall Heilung. Die brauche ich. Und hepp. So. Hier sollte selbst der Wolf nicht hinkommen, denke ich. Oh, auch wenn er es versucht. Ich dachte schon, jetzt geht er so ein paar Schritte zurück, nimmt Anlauf und hopst doch noch hier hoch. Das wär's, ey. Das wäre echt mega witzig gewesen, muss ich zugeben, weil ich hätte damit nicht gerechnet. Aber in einer Sekunde darauf hätte ich mir dann gedacht, oh scheiße, ich bin am Arsch. So. Auf Wiedersehen. Ich fordere mal euren Chef heraus. Ja, danke schön. Drecks. Typen. Was zur Hölle? Die verfolgen mich auf jeden Fall nicht weiter hier hinein. Da hinten ist ein gelber Bossnebel, aber wieso da vorne erst? Wieso nicht hier? Vorsicht vor Gegner. Ich rechne auch damit. Ich glaube, der Gegner taucht spätestens dann auf, wenn ich da in die Mitte von dem Wasser, von dem Becken trete.
Kein Objekt voraus? Aha, ich hab's geschafft. Hätte ich nur dieses Objekt. Ruine. Geste versuchen und dann Achtung, wertvolles Objekt. Aha. Vorsicht vor Lügner. War hier vorher eine unsichtbare Mauernachricht? Denke ich mal. Lügner voraus. Lügner voraus. Okay. Gefahr voraus, Lügner. Also entweder wurde hier permanent gesagt, dass hier versteckte Mauern wären. Also, dass hier versteckte Geheimgänge wären. Oder hier tauchen später irgendwelche NPCs auf. Königliche Ritterin Loretta. Oh nein. Die darf natürlich... Oh nein. Oh nein. Ugh. Eng. Okay. So. Let's go. Oh. Enge Kiste. Wir müssen sie erstmal vom Pferd runterholen. Die Ritterin. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Nice. Oh, das gibt's doch nicht. Doch, wir haben sie. Ich dachte, sie hätte noch einen Pixel übrig. Königliche Ritterin Loretta habe ich gerade als Bronzetrophäe gekriegt. Und wir bekommen in-game Lorettas Großbogen. Kriegsasche Lorettas Schnitt. Oh. Klingt nach einer schönen Waffenfähigkeit für eine magische Waffe. Sollte ich mich mal bei der Rittertafelrunde danach kundig machen, ob ich diese Kriegsasche benutzen kann. Bestimmt. Liebhaber suchen. Erstens, gut gemacht, übrigens Drache voraus. What? Okay. Oh. Ich hätte hier auch den Ort der Gnade. Alles klar. Mach ich direkt. Puh. Gegen die können wir uns gut zur Wehr setzen. Ich dachte zuerst so, oh ja, super. Die darf auf dem Pferd hier drin reiten und ich nicht, oder was? Fand ich zuerst ein bisschen fies, aber ist okay. Ist okay. So. Stärke. Ach ja. Klar. Geht immer noch nicht. So, jetzt, nachdem ich den Boss erledigt habe, gucke ich noch einmal hier oben nach. Kein NPC. Kein NPC. Kein NPC und kein NPC. Okay. Weiß ich Bescheid. Alter Vater. Was, das hier scheint so eine Art geil gemachter Sitzungsraum zu sein. Wo sich die Oberhäupter der Familie treffen, um zu besprechen, was als nächstes getan wird. Schon krass. Drei Schwestern. Okay. Drei Schwestern. Jetzt bin ich hier auf dem Plateau gelandet. Was zur Hölle? Ich hoffe, das waren Tiere. Und nicht irgendwelche Gegner, die gerade Hilfe gerufen haben. Ist merkwürdig idyllisch der, oh, der Ort. Da hinten sehe ich schon mal eine... Ah. Oh. Was zum Teufel. Das mit dem Drachen war kein Witz. Oh Gott. Hey, Mensch. Was geht ab?
Oh Gott, der kommt genau auf mich zu. Kommt, scheiß drauf. Wir haben gerade einen Boss besiegt. Besiegen wir einen weiteren. Schimmersteindrache Ardula. Oha! Hi! Einmal auf Kuschelkurs. Oh nein. Okay. Ich habe ihn einmal gestaggert. Magie vorsichtshalber auffüllen. Oh nein. Oh nein, mach dich nicht unsichtbar. Tu das nicht. Bitte nicht. Warte mal, er ist abgehauen? Der ist abgehauen. What? Wieso das denn? Hat er gemerkt, dass er keine Chance gegen mich hat und... Was? Das erste Mal, als ein Boss vor mir flieht? Excuse me? That never happened before. Sonst lauf ich doch immer vor den Bossen weg. Hä? Also... Mit sowas... habe ich niemals gerechnet. Niemals. Erst recht nicht in einem From-Software-Spiel. What? Alter. Das war... Boah. Überraschend wäre sogar noch eine Untertreibung. Boah. Da kommt mein Gehirn gerade null drauf klar, Leute. Ich habe einen kompletten System Overload. Ich muss das System nochmal kurz rebooten. Oh. Das gibt's ja nicht. Bosse, die vor dir fliehen. Wo hast du denn sowas schon mal gehört oder gesehen? Kann sein, dass es in irgendeinem der From Software Spiele schon mal vorgekommen ist, aber jetzt gerade erinnere ich mich da null dran. Zeluvis Turm. Was haben wir hier? Aktuell fest verschlossen. Schatztruhe voraus. Oh, Moment. Oh ne, das sah wie ein Item aus. Es war aber nur... Na, das Licht, das durch ein kleines... Das durch einen kleinen Fensterrahmen fiel. Ups. Hier scheint auch nichts weiter zu sein. Hier eine Ecke vielleicht. Nö. Ha. Vor allen Dingen überraschend, dass hier einfach mal noch ein Boss patrouilliert. Sehr merkwürdig. Ich überlege gerade. Ist er ernsthaft vor mir geflohen, weil ich ihm so richtig die Fresse poliert habe? Oder ist er eventuell geflohen, weil die Tageszeit sich geändert hat? Weil mir ja schon mal gesagt wurde, diverse Bosse tauchen nur tagsüber oder nachts auf. Gehört dieser Drache zu einem Boss, der eigentlich nur tagsüber spawnt? Und jetzt, wo es Nacht geworden ist, ist er abgehauen. Was schon merkwürdig ist, weil der Bosskampf ja eigentlich schon angefangen hat und dementsprechend hätte eigentlich dieser Faktor egal sein müssen. Wenn er schon mitten im Kampf ist, warum sollte er dann, nur weil die Tageszeit anders ist, plötzlich wieder wegfliegen? Ich dachte schon so, ich habe Phase 2 eingeläutet und jetzt fängt er an, unsichtbar irgendwo aus dem Himmel Magie zu schießen. Das wäre heftig gewesen. Oh. Hi. Oh, der hat was fallen lassen. Okay.
Hier oben haben wir einen weiteren Turm, wie es scheint. Ist der auch fest verschlossen? Oh, oh. Rannis Turm. Hier oben sind aber ganz normale Wölfe. Geben mir wenigstens ein bisschen was zurück. Gut. Erstmal hier um den Turm herum schauen, was es hier alles gibt. Und danach gucke ich mir den Turm selbst an. Da oben ist auf jeden Fall ein weiterer Ort der Gnade. Alles klar. Okay. Dann, hallo. Ob das wieder ein Turm ist, in dem ich nicht weiterkomme, weil ich irgendwas nicht habe? Liegt da was? Ja, doch. So ein Glühwurm. Okay. Oh Mann, Leute, eigentlich hätte ich den Part jetzt schon länger beenden sollen. Aber es ist so spannend gewesen bislang. Okay, wisst ihr was? Ich würde sagen, diesen Turm erkunden wir im nächsten Part weiter. Für heute würde ich dann erst einmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!